Die erste Finalistin, meine Damen und Herren, ist eine junge Frau, die Sie kennengelernt haben unter ihrem Kampfnamen The Erlangen Sound Machine. Ja? Und hier nochmal kurz zusammengefasst ihr Weg ins Finale am heutigen Tage. Schauen Sie. Kerstin, known as die Erlangen Sound Machine. Die Terminatorin von der Thüringer Bärentatze und der Zigarette. Das letzte Duell. Hier ist die Erlangen Sound Machine. Und hier, meine Damen und Herren, ist die Erlangen Sound Machine, Kerstin! Heute wird's ernst, oder? Ja. Bist du schon aufgeregt? Nein. Nein. Wir haben ja gestern schon ein tolles Spiel gemacht. Da erzählen wir aber gleich erst drüber. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja? Das war wirklich, das wird eine Sensation, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen das gleich... Soll ich schon mal andeuten, um was es geht? Lass mal erstmal Jennifer reinkommen, ja? Dann sprechen wir weiter. Meine Damen und Herren, unsere zweite Finalistin ist Jennifer. Jennifer, alias Jennifer Gogo Lopez Bang Bang, Vernichterin von Dem Nest und Hada. Das letzte Duell. Hier ist Jennifer Gogo Lopez Bang Bang. Und hier ist Jennifer, meine Damen und Herren. Fans mitgebracht. Die haben alle selbst ihre Plakate gemalt heute. Ein Knaller. Ja? Jennifer, wie geht's? Sehr gut. Gut erholt nach gestern? Mm. Ja, ich erzähl's, ich reiß es kurz mal an, damit Sie wissen, was gleich vor sich geht. Ja? Jennifer und Kerstin haben gestern in einer Disziplin schon mal eine Vorentscheidung getroffen. Und zwar haben die beiden Fußball gespielt. Ja? Aber nur die beiden auf einem großen Feld. Ja? Können Sie sich vorstellen? Jennifer stand in dem einen Tor, Kerstin in dem anderen, der Ball lag in der Mitte und dieses Feld war nicht etwa hier irgendwo so ein Ascheplatz, sondern vor dem Spiel von Borussia Mönchengladbach im Stadion. Ja? Ja, und das zeigen wir Ihnen gleich, also seien Sie da schon mal gespannt drauf, das wird wirklich sensationell, so ein hartes Spiel. Also wenn Sie sich noch an die Wasserschlacht von Frankfurt erinnern, damals im Spiel 1974 Deutschland gegen Polen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, vergessen Sie es, ja? Viel besser, was Sie gleich sehen. So, wir kommen jetzt zum ersten Spiel. Ja? Und das erste Spiel, jetzt wird es schon spannend, heißt Topfschlagen. Ja? So, da ist natürlich wichtig, dass wir euch beiden die Augen verbinden, ja, und dass ihr auch nichts mehr sehen könnt. Ich mache das mal. So, wir fangen an mit der Kerstin. So, ich muss aber muss auch sichergestellt sein, dass sie nichts mehr, kann die nichts mehr sehen dann? Habt ihr es ausprobiert? Ja, ich mache gleich den Schocktest. So, hält es einigermaßen? Ja. Ja, da kannst du da aber nicht so, ne, durch die Gegend, ne? Nicht den Kopf. Au! Ach, Entschuldigung. Ja. So, und jetzt, Jennifer, kurz. Kann man eigentlich die Mütze direkt runterziehen, oder? Nein, nicht. Okay, dann bin ich jetzt mal hier. Geht's? Ja, ich muss die Mütze ein bisschen anheben hinten. Funktioniert's?
Ja? Kannst du was sehen? Ja. So, dann gucken wir mal. So. Ey. Ja. So. Alles klar. So, es ist folgendermaßen, meine Damen und Herren. Heiß und kalt müssen natürlich Sie sagen. Ich erkläre Ihnen kurz, wie das geht. Ja? Für Kerstin, ja, schreien bitte die Frauen heiß oder kalt. Ja? Für Jennifer bitte die Männer heiß oder kalt. Ja? Sie müssen schon laut schreien, weil man wird sie durcheinander kaum verstehen. Ja? Das heißt, Kerstin, du hörst nur auf die Frauenstimmen. Ja? Und Jennifer, du hörst nur auf die Männerstimmen. Okay? Verstanden? Okay, pass auf, dann stelle ich jetzt schon mal den Topf, den verstecke ich jetzt schon mal bei uns im Studio. So. Ich verstecke mal den Topf im Studio. So. Okay. Und jetzt führe ich euch beide mal. Achso, ihr braucht ja noch einen Kochlöffel. Natürlich, zum Topfschlagen braucht man einen Kochlöffel. So. Hier? Für dich einer. So. Okay, jetzt steht mal beide auf. Aha. Ja, jetzt nach vorne. Vorne, Vorsicht, Stufe. Ja. Soll ich euch helfen? Nein, geht, oder? So, Topfschlagen kennt ihr. Ja, hinknien beide. So. Ja, klar, du musst ja irgendwie auf den Boden hauen. Ne? Jennifer, Topfschlagen. Hinknien. Ihr müsst ja auf, das kennst du, auf den Boden Topfschlagen. Ey, die werden mich hauen, ne? Nee, ihr müsst schon aufpassen. Also, Kerstin, du hörst nur auf die Frauen und Jennifer nur auf die Männer. Meine Damen und Herren, jetzt heißt es für Sie, los geht's! Lass dran, sieht gut aus. Nee. Okay, kommt wieder mit. Ja, das heißt, die erste Runde geht knapp an Kerstin. Einen kleinen Applaus für Kerstin nochmal. So. Das heißt jetzt. Ja. Ihr habt Glück gehabt. Ja. Ihr habt Glück gehabt, unter dem Topf war ein ferngesteuertes Auto, aber das ging leider nicht. Ja? Kannst du mal anschieben kurz? Ja, du mit der Kamera. So, ja, jetzt noch mal schieben kurz. So, ja. Nee? Oh, schade. Nee. Geht nicht, aber andere Richtung ginge. So. Ah, jetzt geht's. Nee. Naja, egal. Kaputt. So, das heißt, ein Punkt für dich, ja, aber es geht ja gleich noch weiter, ja. Deshalb würde ich euch bitten, ihr habt eine kleine Pause, könnt ihr ein bisschen was trinken, ja. Jennifer und Kerstin, bis gleich. Dann Applaus nochmal, meine Damen. Ein Punkt für Kerstin.